Hallo, ganz herzlich willkommen bei uns zu Hause und ganz liebe Grüße an Mareike, die sich dieses Video gewünscht hat und mich quasi auf die Idee gebracht hat. Und zwar fragte sie, ob ich nicht mal einen Threadcatcher nähen kann. Das ist ein Fadenfänger, ein Fadensammler. Und da gibt es verschiedene Bilder im Internet und ich habe mir eins ausgesucht und habe mir eigene Maße ausgedacht und zeige euch jetzt, wie ich das genäht habe oder wie ich das nähe. Und das ist ein Stück Stoff, was ihr entweder unter die Nähmaschine legen könnt und das hängt dann über die Tischkante. Und da, wo es runterhängt, ist dann ein Behälter, wo ihr Faden und kleine Abfälle sammeln könnt, um das nicht immer alles auf den Boden zu schieben, wie ich das ja mache. Macht also auch für mich Sinn. Man kann das, ich habe jetzt die Maße so gemacht, dass ihr das auch über die Sofa- oder Sessellehne hängen könnt, wenn ihr zum Beispiel abends am Sticken seid, damit man dann gleich so einen Abfallbehälter hat. Gleichzeitig hat das ein Nadelkissen und ein Gummiband, wo man eine Schere und ein Stifte, Nadeln, Garn, was man da so hat, eben drin verstauen kann. Und ich habe das Ganze aus beschichteter Baumwolle genäht, um die Fäden auch wischen zu können. Weil auf normaler Baumwolle, also unbeschichteten Stoffen, wäre das schwierig. Ihr könnt natürlich auch eine Wachstischdecke nehmen. Ja, gut, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Das sind meine Utensilien für meinen Fadensammler. Oder mein Utensilo mit Fadensammler. Also, ich möchte das Ding so lang haben, dass ich das entweder beim Nähen hier über die Tischkante hängen lassen kann. Die seht ihr jetzt nicht, aber hier ist eben die Tischkante. Dann würde hier die Nähmaschine draufstehen und ich kann das einfach so runterwischen in meinen Fadensammler. Deswegen diese Maße, die verlinke ich euch. Und ich nehme beschichtete Baumwolle, weil ich denke, abgeschnittene Fäden vom Stoff zu wischen ist schwierig, von normalem Stoff, also nehme ich diesen beschichteten Stoff. Dieses Stück braucht ihr zweimal und dann nähe ich ein Stück Volumenvlies, das ist Flieseline H640 dazwischen. Dann das Nadelkissen, das war ein anderes Video, das hatte ich euch schon gezeigt. Das hat hier zwei Druckknöpfe und dafür braucht ihr die anderen beiden noch. Dann braucht ihr Gummiband, da nehme ich jetzt das gleiche, was ich fürs Nadelkissen genommen habe, einfach weil es ja auch passt. Und das sind die Stücke für den Auffangkorb, für den Müll oder die Fäden. Und da habe ich wieder innen beschichtete Baumwolle, damit man das einfach auskippen kann, damit die Fäden dann auch gut da rausgehen. Und für außen habe ich einfach einen Stoff genommen. Und dafür braucht ihr dann auch Flieseline H250. Ja, und Druckknöpfe. Ich denke, ich werde vier Druckknöpfe benutzen, vielleicht reichen auch drei, das sehe ich dann nachher. Als erstes nehme ich meinen Baumwollstoff, den unbeschichteten, den ich außen haben möchte am Fadensammler und bügel mir da die Flieseline H250 drauf. Ich nehme dafür die Rückseite von dem Stoff und die glänzende Seite von der Flieseline, lege das so rum zusammen und bügel mir das mindestens 7 Sekunden fest. Das mache ich mit beiden Stücken. Und die Außen, eins der Außen oder der großen Teile, bügel ich mir hier auch fest. Und ihr müsst probieren, wenn ihr Wachstuch nehmt. Ich glaube nicht, dass das so Bügeleisen geeignet ist. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr da ein Tuch zwischenlegen müsst. Ich weiß, dass ich diesen Stoff bügeln kann mit auf Stärke 3 des Bügeleisens. Das ist Baumwolle. Gut, das bügele ich mir fest und dann komme ich gleich wieder. Ich habe wieder was dazugelernt. Beschichtete Baumwolle und Flieseline finden sich nicht so toll. Also man kann das zwar festbügeln, ist aber es dauert sehr, sehr lange. Deswegen stecke ich mir das jetzt einfach fest. Also es hält, ihr könnt das machen, aber ich stecke mir das jetzt einfach am Rand hier fest. Das brauche ich euch noch nicht zeigen. Das ist ja klar, wie man sowas macht, denke ich. Das packe ich mir jetzt erstmal beiseite und fange mit meinem Fadenfänger an. Und zwar sind das ja vier gleich große Teile. Und ihr schneidet immer in einer Ecke 3,5 cm raus. Also 3,5 hoch und zur Seite und hier auch. Und das macht ihr bei allen vier Stücken. So, mit den vier Stücken fangen wir jetzt auch an. Und zwar lege ich mir meine beiden Stoffstücke, meine unbeschichteten Stücke aufeinander. Steck mir die ein bisschen zusammen und mache das auch mit der beschichteten Baumwolle.
stecke mir das auch zusammen. Jetzt wird genäht von hier oben, könnt ihr jetzt nicht sehen, so, also von dieser Ecke bis zu dieser Ecke und einmal hier unten von rechts nach links und dann wieder das aussparen und dann von da nach da. Also hier, hier und hier. Oben bleibt offen und die Ecken bleiben offen. So, ganz normaler Geradstich. Einmal hier rüber nähen, am Anfang und am Ende ein bisschen verriegeln. Das ist genäht, könnt ihr sehen, ne? Einmal hier runter, dann darüber, da wieder hoch. Jetzt werden die auseinandergenommen. So, dass die beiden Nähte aufeinandertreffen. Und dann näht man hier einmal quer rüber. Und das macht ihr auch auf der anderen Seite. Ich zeige es nochmal. Auseinandernehmen. Nähte aufeinander. Und hier quer rüber nähen. Damit ist mein Außenstück schon fertig. Sieht jetzt hier so aus. Ich schneide hier ein Stückchen von der Nahtzugabe ab, weil ganz so breit muss sie nicht bleiben. Das ist also die Form, die es nachher haben soll. Jetzt mache ich das gleiche nochmal mit der beschichteten Baumwolle. Also die anderen beiden Teile in der Größe nähe ich genauso zusammen wie dieses hier. Das sind meine beiden Täschchen. Ich habe das Innenteil ist immer noch so, wie ich es eben genäht habe. Das Außenteil habe ich einmal umgedreht. Und jetzt stecke ich das Außenteil in das Innenteil. Und zwar so, dass die beiden rechten Seiten hier drin aufeinander liegen. Also die beiden schönen Seiten treffen aufeinander. Und daran achte ich darauf, dass sich die Nähte hier auch treffen am Rand. Das Ganze auch so zusammenstecken und jetzt auch einmal rundherum nähen. Ich fange jetzt ungefähr hier an, das ist so ein Drittel von der Langstrecke. Nähe hier einmal rundherum und höre hier auf der anderen Seite auf, sodass ich ungefähr 10 cm zum Wenden habe. Das wird nachher auch mit der Nähmaschine geschlossen, da braucht ihr also keine verdeckte Naht machen. Ja, einmal drumherum, gerader Stich, am Anfang und am Ende ein paar Mal hin und her nähen, verriegeln. So sieht das jetzt aus. Die Nahtzugabe etwas zurückschneiden, aber nicht da, wo die Wendeöffnung ist. Also, die ist bei mir hier. Ich fange jetzt hier an, schneide das ein Stück zurück und dann einmal drumherum. So, jetzt wenden. Dann das Futter in das Außenteil stecken, also quasi doppelt wenden. Dann hier den Rand, also entweder drückt ihr euch das ein bisschen raus mit einer Schere oder einem Essstäbchen oder was ihr so habt, so hinformen, dass es eben so liegt, wie es nachher sein soll. Bei der Wendeöffnung die Nahtzugabe nach innen falten und mit ein paar Stecknadeln zustecken. Habe ich mir das so gesteckt, wie es sein soll. Ihr könnt sehen, dass das hier gut aufeinander trifft. Und jetzt nähe ich noch einmal von außen drumrum. Also Tischchen ist ja noch abgebaut. Einmal ganz knappkantig drumrum nähen und dabei schließt sich dann auch unsere Wendeöffnung. Ihr könnt auch einen Zierstich nehmen.
oder ein Schrägband mit reinfassen. Also da sind der Fantasie ja immer keine Grenzen gesetzt. Damit ist mein Behälter fertig. Und jetzt mache ich mir als nächstes meine Druckknöpfe da rein. Und zwar, man kann ja wunderbar sehen, wo hier die Ecke ist. Und zwar direkt neben der Ecke. Also ich nehme 4 Stück. 3 wahrscheinlich, reichen wahrscheinlich auch, weil das ja nicht, hoffentlich nicht viel Gewicht auszuhalten hat. Eigentlich soll das Ding ja nur Faden sammeln. Oder Fäden sammeln. Also ich mache jetzt, wenn hier meine Ecke ist, mache ich den direkt daneben und hier auch und dann noch ein und ein hier hin. Also 4 Druckknöpfe bringe ich da jetzt an. So, 4 Druckknöpfe, so sieht das fertig aus. Ja, ihr könnt natürlich auch Klettband nehmen, das geht auch. Ich habe bis jetzt noch keins, was nicht klebt, gefunden, beziehungsweise auch noch nicht danach gesucht und ich mag halt meine Druckknöpfe. Also kann man das, wenn das voll ist oder wenn man das abends sauber machen möchte, kann man das einfach abziehen von dem Utensilo und auskippen. Dann geht es weiter zum Grundstoff. So, ich habe mir das jetzt mal über meine Lehne hier gelegt. Ich hoffe, meine Schwiegermutter hat ähnlich breite Lehnen, aber sonst kann man es ja hier weiter runterziehen und dann hier verstecken. Ich stecke das jetzt nicht unter das Kissen, weil ja die Nadeln da drin stecken. So, jetzt markiere ich mir die Stelle, wo ich mein Nadelkissen nachher haben möchte. Und zwar setze ich das an dieser Seite an. Da mache ich mir einfach mittig so ein kleines Kreuzchen erstmal hin. Das sitzt dann also nachher hier. Und dann muss ich mir noch markieren, bis oder wo ich meine Tasche haben möchte. Und die möchte ich hier so haben. Und dann gehe ich wieder an den Tisch. Ich bin wieder am Tisch. Jetzt gucke ich, dass ich mir... Hier mache ich mir eine Markierung. Das könnt ihr ganz gut machen. Also ich habe ja hier schon 2 Druckknöpfe reingesetzt. Die kann man wahrscheinlich nicht so gut sehen, weil die auch grün sind. Drücke hier einmal fest drauf. Und das könnt ihr jetzt ganz bestimmt nicht sehen, aber ich habe es gerade noch gesehen. Also einer ist jetzt hier. Okay, den finde ich jetzt noch nicht wieder. Also mache ich mir erstmal nur den einen da fest. So, den anderen markiere ich mir jetzt einfach so, weil ich bei diesem Stoff das tatsächlich ganz schwer sehen kann, wo die Druckknöpfe hin müssen. So, noch einmal gucken, ob es auch wirklich passt, bevor man es zunäht und nachher nicht mehr rankommt. Passt. Ist fest, wunderbar. Könnt ihr erstmal abnehmen und zur Seite legen. Jetzt kommt das Täschchen da rein, genauso, gleiches Prinzip. Markieren, wo die Knöpfe hin müssen. Und die Knöpfe einsetzen. So sieht das jetzt aus. Ich finde das schon ganz schön niedlich. Und also wenn ich das jetzt an den Tisch hängen würde, dann würde ich das einfach hier so
bis hier also legen und dann kommt hier meine Nähmaschine drauf. Dann kann ich das Nadelkissen natürlich auch abnehmen und kann hier meine Fäden einfach reinfegen. Ein Stück weiter zurück, dann halt das Ding weg. Dann sieht es so aus am Tisch. So, jetzt möchte ich aber noch einen Gummi anbringen. Und zwar unter der Tasche. Ihr müsst immer gucken, dass ihr hier einen Zentimeter, 1,5 Zentimeter abrechnet für die Nahtzugabe. Also hier ist dann irgendwann Schluss. Und hier oben, man muss es ja auch reinstecken können. Also ich mache es jetzt einfach hier mittig fest. Ich nehme das schöne Band, was ich ja von La Bica bekommen habe. Da habe ich mich ja sehr drüber gefreut. Und das nähe ich mir, also die Seiten werden ja sowieso mit festgenäht beim Rückseiten festnähen. Und das nähe ich mir jetzt, also da müsst ihr gucken, was für Abstände ihr wollt. Ich weiß gar nicht, ob das eine Schere halten würde. Aber auf jeden Fall hält es diese Aale oder ein Fadenauftrenner oder Stickgarn oder sowas. Also da mache ich mir jetzt so Abnäher drüber. In dem Abstand, den ich denke, dass man gebrauchen kann. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich so eine Tasche nochmal in kleiner machen, hier drunter setzen, da passt dann auf jeden Fall eine Schere rein. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich das nicht sogar mache. Also, dann würde ich das Gummi nämlich nur bis hier ungefähr festnähen und dann kommt hier nochmal das Täschchen in kleiner hin. Die Maße verlinke ich euch unter dem Video. So, das wird jetzt nochmal eine kleinere Tasche und die hat die Maße, also die ist 17 breit, 18,5 hoch und die Ecken habe ich hier nur 2,5 cm eingeschnitten, weil ich denke, wenn man da etwas Schweres reinlegt, damit das nicht so furchtbar nach vorne kippt. Die nähe ich genauso wie die größere vorhin, also das zeige ich jetzt nicht nochmal und dann melde ich mich gleich zurück. So, das ist mein kleines Täschchen, hier könnt ihr nochmal das große dazu sehen. Oder nicht. Also im Vergleich dazu das große und auch das bringe ich wieder mit Stecknadeln an und zwar soll das hier unten liegen. Ungefähr so, also mache ich mir hier zwei Stecknadeln rein und da auch wieder zwei hin. Das sieht jetzt so aus und jetzt kommt noch mein Gummi dahin. Und zwar mache ich mir hier ein Stück hin. Und wenn ihr das festnäht, nicht spannen, also einfach locker auflegen, damit man, wenn man was da drunter klemmt, das dann eben spannen kann. Und ein Stück weiter unten mache ich mir noch eins hin. Und wenn ich das jetzt hier festnähe, dann nähe ich einmal hier, einmal dort, einmal da und klappe mir dabei aber den Rand ein Stück nach innen, damit man das nicht so sieht, die Schnittkante. Und dann werde ich mir so Unterteilungen da drauf nehmen, eben je nachdem, was man da reinsteckt. Ich denke, ich werde eine Garnrolle dazwischen stecken. Vielleicht hier drei, also zwei Unterteilungen und hier dreimal nähen. Dann passt da allerhand kleinen Kram mit drauf. Also ich habe mir die Abstände schon hier abgemessen, das sind hier jeweils 4 cm, dieses etwas länger, das waren 4,25 und nähe das einfach mit der Hand an, also durch das Gummi durch und dann 2, 3, 4 mal hin und her und ich habe extra farbiges Band genommen, Garn genommen, damit man auch sieht, wo die Unterteilung ist, auch wenn das Licht vielleicht nicht ganz so gut ist, weil weißes Garn würde man dann ja gar nicht sehen. Ja, das mache ich mir hier fertig.
So sieht meine Vorderseite jetzt aus. Ist noch etwas länger, könnt ihr eben nicht ganz sehen jetzt hier. Jetzt lege ich das andere Teil da drauf. Rechts auf rechts. Stecke mir das rundherum fest. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt nähe ich einmal ganz rundherum. Ich fange hier in dieser Ecke an. Nee, ich fange nicht in der Ecke an, Blödsinn. Also ich fange ungefähr da an, wo die Nadel ist. Nähe bis zur Ecke und dann einmal ganz rundherum und höre an dieser Nadel ungefähr auf. Also ich lasse mir eine richtig große Wendeöffnung, damit ich das dann nachher problemlos gewendet bekomme. Und das mache ich mit einem ganz normalen Geradstich. Anfang und am Ende verriegeln, also 2-3 Stiche hin und her machen. Ist das. Die Ecken zur Naht hin zurückschneiden. Und wenden. Also ihr seht, ihr müsst die Naht so groß lassen, weil ihr nämlich, es ist ganz gut, wenn der Arm da reinpasst, damit man da hinten auch die Ecken schön rausarbeiten kann. So, die Nahtzugaben nach innen einschlagen, feststecken und jetzt könnt ihr das entweder mit einer verdeckten Naht zunähen und so lassen. Oder wie ich noch einmal knappkantig ganz drumherum nähen. Ich mache das Ganze ein bisschen stabiler, finde ich. Umnäht ist das. Könnt ihr hier sehen. Jetzt wird nur noch wieder alles dran gebaut und dann könnt ihr es benutzen. Also wenn ich es mir jetzt hier unter die Nähmaschine legen würde, dann würde ich das Nadelkissen mir woanders hinlegen. Das stört nur beim Runterschieben. Aber wenn ich das über einer Sessellehne habe, dann ist das, finde ich, ganz praktisch.